Jeden Dienstag ab 15 Uhr heißt es in Eckerde Kaffeezeit. Einmal die Woche treffen sich die Bewohner des Dorfes, um sich bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen auszutauschen. Doch hinter dem gewöhnlich erscheinenden Seniorentreff steckt ein Projekt, in das die Eckerder viel Elan und Arbeit gesteckt haben. Angefangen hat alles im Jahre 2010. Als die Stadt Basinghausen plante, das alte Gebäude der ehemaligen Dorfschule abzureißen, sahen die Eckerder ihre Chance. Schon lange vermissten die Bewohner einen Ort, an dem sie sich treffen können. So entstand die Idee, ein Café in den alten Mauern der ehemaligen Lehrerwohnung entstehen zu lassen. Anne Ruskowski, die heute mit viel Freude das Café betreibt, erinnert sich. Es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, ne, weil sie sagten, wie stellt ihr euch das vor, jede Woche Kuchen backen und so. Ne? Ich sage, lasst es uns anfangen. Wenn wir nicht anfangen, dann kommen wir nirgends hin. Wir müssen losgehen. Wir wussten ja selber nicht. Es war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Aber schon nach wenigen Wochen haben wir schon gesagt, hallo, es war genau richtig. Genau richtig finden den Treffpunkt auch die vielen Besucher des Cafés. Das Angebot kommt gut an. Und das nicht nur in Eckerde. Es ist schon so, dienstags ist Kaffeezeit in Eckerde, das hat sich rumgesprochen. Also hat es dann auch schon gegeben, dass sich Goltern, Stemmen, Güchse so bei schönem Wetter aufs Fahrrad gesetzt hat und unser Garten war voll. Wir haben alles an Stühlen hergeschleppt, was wir hatten. Kuchen wurde brüderlich geteilt. Die Begeisterung ist nachvollziehbar. In den liebevoll hergerichteten und dekorierten Räumen des Cafés fühlt man sich sofort pudelwohl. Auch Lieselotte Katz ist gern im Café und stolz auf die Gemeinschaft in Eckerde. Dieser Zusammenhalt, den ich hier schon seit, wie viele Jahren, ich bin jetzt seit 54 Jahren hier erfahren habe, den finde ich ganz wichtig für alle Bürger, die hier zusammenkommen und die diesen Ort eben tragen. Der Kaffeetreff ist nicht das einzige Projekt der Eckerde. In zahlreichen Vereinen wird dafür gesorgt, dass es nie langweilig wird. Heimatchor, Kino, Kinderbasteln, Seniorensport. Das Angebot ist vielfältig. Besonders engagiert ist hier der Verein Heimattag. Wir machen Heimatpflege und alle zwei Jahre machen wir ein Dorferntefest unter der Erntekrone hier auf dem Gut der Familie von Heimburg. Am Sonntag machen wir Osterfeuer, gehört auch mit zur Brauchtumspflege. Die Eckerder sind stolz auf das, was sie zusammen erreicht haben. Und das teilen sie auch gerne mit Besuchern des Dorfes. Besonders im Sommer machen Wanderer und Radfahrer gerne Halt und kehren in das Café ein. Für heute ist erstmal Schluss und Anne Ruskowski hat bald Feierabend. Aber in einer Woche heißt es dann wieder Kaffeezeit in Eckerde.